Okay, ich würde sagen, without further ado, Bart, Intro! Let's go. Ja, herzlich willkommen zurück Intro? Zu Audel, ne? Annis Universität des Lebens, dem einzig wahren Format, in dem ihr bereichert werdet mit Wissen und in dem wir euch trotzdem nebenbei Lebenszeit klauen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr super. Ne? Wir stellen wieder, oder ich stelle krasse Fragen, tiefgründig, die einen Mehrwert für die Gesellschaft haben. Und diese drei Spezialisten an meiner Seite, die alle sich aufgrund ihrer diversen Charaktereigenschaften als Spezialisten qualifizieren, werden versuchen, diese Fragen zu beantworten. Wir starten auch direkt mit einer super einfachen Frage, die ihr bestimmt auch alle direkt beantworten werden könnt. Warum wurde der älteste Beschwerdebrief der Welt geschrieben? Und wenn ihr richtig smart seid, vielleicht auch noch wann? Ich habe eine Gegenfrage. War das ein Deutscher? Nein. Okay, das schränkt auf jeden Fall die Möglichkeiten ein. Karen? Das war eine Karen, oder? Warum wurde der geschrieben? Wurde der vielleicht geschrieben, um eine Beschwerde zu äußern? Das ist richtig. Danke für die Antwort, Nick. Damit machen wir auch mit der nächsten Frage. Heute carry ich uns da durch. Musst ja auch früh los, ne? Was für eine Beschwerde war es denn, Nick? Wie bitte? Was für eine Beschwerde es war? Ja. Dass der Brief nicht ankam. Der erste, der davor geschrieben wurde. Der Brief kam nicht an, dann wurde ein Beschwerdebrief darauf zurückgeschrieben. Das ist tatsächlich richtig. Es handelt sich auch bei dem ersten Beschwerdebrief der Welt um den zweiten Brief, der jemals geschrieben wurde, weil der erste halt in diesem nicht existenten Postsystem einfach nicht angekommen ist. Es hat einfach jemand einen Zettel geschrieben an meinen besten Freund Kevin. Der ist angekommen und direkt danach hat er nochmal einen Beschwerdebrief geschrieben. Und daraufhin wurde die Post gegründet. Sehr gut, Nick. Okay, aber Brief ist hier in so Gänsefüßchen geschrieben. Und das ist auch richtig. Ich habe da eine Frage. Ja. Das ist aber der erste dokumentierte Brief, ne? Der erste dokumentierte Beschwerdebrief, ja, den man zurückverfolgen kann. Aber da können wir ja gar nicht sagen, wann der erste Brief war. Er ist ja auch eher, warum der geschrieben wurde. Ne? Es geht doch gar nicht darum, welcher Brief der erste war, oder? Sondern nur welcher der erste, also warum der erste Beschwerdebrief geschrieben wurde. Ist das die Frage? Wir reden alle aneinander vorbei. Worüber wurde sich beschwert? Ich habe eine fucking Katze hier, okay? Lass mich mal überlegen. Die Frage nochmal genau anschauen. Warum wurde die Brief geschrieben? Was passiert heute? Also ich kann es auch. Worüber wurde sich beschwert? Ich würde sagen, der älteste Brief der Welt, also wahrscheinlich ist es ja nicht ein Brief gewesen, wahrscheinlich ist es schon sehr lange her, weil ich würde sagen, wenn es eine Sache gibt, die in der Natur der Menschen steckt, dann ist es, sich zu beschweren. Zumindest ist es ein großer Teil meiner Persönlichkeit. Ich kann fast nichts anderes. sehr gut. Und deswegen würde ich sagen, war das schon damals bei den Höhlenmenschen, wurde ein Brief geschrieben. Und zwar, weil einer dem anderen die Frau geklaut hat oder die Rüben. War damals, glaube ich, ungefähr gleich viel wert. Deswegen hat er so einen Stein genommen und es eingraviert. Und dann durchs Fenster, nicht durchs Fenster, es gab damals auch keine Fenster in der Steinzeit, durch das Loch in der Höhle geworfen. Das hat man dann irgendwann gefunden als Fossil. Ist interessant, es hat tatsächlich mit einem Stein oder sowas zu tun. Ja, also es ist wirklich schon sehr, sehr alt, dieser Brief. Aber es ist halt wirklich ein Beschwerdebrief. Also es ist, auch wie man heute einen Beschwerdebrief formulieren würde, ein Beschwerdebrief. Okay, ich hab hier ein Ding. Eine Katze, ja. Okay, also folgendes. Ich glaube, es war im antiken Ägypten. So richtig Schnieke auf dem Pergament mit so diesen Hieroglyphen. Symbolen. Hieroglyphen, genau. Und ich denke, es war ein Beschwerdebrief bei dem Bau von den Pyramiden von Giza. Gizela. Ja, hast recht. Und ich denke, da wurde sich beschwert, dass die zu groß sind, die Steine. Oh, das könnte sein, ne? Dass sie den Ausblick vor dem Haus verdecken. Nein! Guck mal, also die Sache ist da. Das waren ja keine Sklaven, die diese Dinger, die Pyramiden gebaut haben, sondern es waren ja. Nein, waren es nicht. Sondern Leute, die halt Handwerker waren. Ne? Und die mussten diese ganze Steine auch bauen. Und vielleicht haben die sich beschwert: Hey, könnten wir nicht vielleicht statt 1,80 Meter Steine tragen, nur 1,60 große Steine? Also erstmal.
Es waren die Pyramiden von Gizeh. Hieroglyphen heißt die Schrift. Es waren sehr wahrscheinlich schon Sklaven, die da gearbeitet haben und Sklavenzustände. Bis auf diese schmalen geschichtlichen Fakten, die falsch waren, war auch der Rest der Aussage falsch. Aber trotzdem nicer Guess. Okay. Also es wurde ja damals Briefe per Taube verschickt. Wenn du diesen Brief per Taube verschickst, möchte ich sehen, wie die Taube aussieht. Ah. Ich habe Anni schon den Tipp gegeben, Stein ist nicht mehr. Die haben vielleicht wirklich den Brief an so einen Stein gebunden und den so durchs Fenster geworfen, damit die Message ankommt. Ein Backstein, ein großer Backstein. Was hast du mit Sachen durchs Fenster werfen, Anni? Ich nicht. Oh mein Gott, ich weiß es. Hasst jemanden sehr. Okay, stell dir vor, du hasst jemanden sehr. Und ein ganzes Leben lang überlegst du dir, wie du es dieser Person sagen kannst, und plötzlich kommt die frohe Kunde, oder sie ist verstorben. Aber es ist gleich auch die traurige Kunde, weil du dieser Person niemals zum Ausdruck bringen kannst, wie sehr sie dich abgefuckt hat. Also gravierst du deine Beschwerde auf seinen Grabstein. Okay. Alter, nee. Es nimmt schon wieder sehr weirde Züge gerade. Also, du meintest Stein, du meintest großer Stein. Nein, ich dachte Grabstein. Aber ich hab Idee. Ich hab Idee. Moses. Moses? Gott gibt ihm so die Gebote. Nein, der hat doch Stein an Gott geschrieben. Wo? Nein! Doch, hat er! Das war andersrum. Ja, nein, ach stimmt, Gott Stein hat an Moses geschrieben. So, okay, also, da stand drauf, mach nicht diesen. Und dann hat er, und während er auf dem Berg war, haben doch die anderen so ein goldenes Kalb gemacht, ne? Vielleicht hat er an die, oder hat an Gott einen Beschwerdestein geschrieben? Weil die meißeln doch. Es war doch ein gemeißelter Stein, oder nicht? Ja, es war gemeißelter Stein. Meinst du das? Können wir das mal festlegen? Dass du nicht den Backstein durchs Fenster meinst, sondern dass du gemeißelt meinst? Ich meine eher so eine Stein- oder Tontafel oder sowas, ja. Das ist tatsächlich der erste Beschwerdebrief, aber es geht ja auch immer noch darum, was da drin stand oder worum es ging. Geht es um Falschparker? Ja. Der war nämlich damals, 2001 wurde der allererste Beschwerdebrief geschrieben. Der wurde auch in den Bordstein gemeißelt damals von den Polizisten, weil die gerade leider nur einen Hammer und Meißel dabei hatten, was natürlich zur Standardausrüstung gehört und kein Kugelschreiber. Ja. Ja. Ja, hätte ja sein können. Aber man kann ja auch damals zugeparkt worden sein mit seinem Hochrad. Warum schreibt man denn Beschwerdebriefe? Ein Beschwerdebrief ist keine Anzeige, ne? Stimmt. Genau, um seine Wut zu äußern. Finde ich sehr gut. Und darum geht es auch in dem Beschwerdebrief. Und worüber äußert man seine Wut? Was es auch früher, vor sehr vielen Jahren, hätte geben können? Das Wetter. Vielleicht. Bei wem beschwerst du dich wegen des Wetters? Gott. Gott. Bürgermeister. Oh, nie. Was? Nicht schlecht, nicht. Es war schon deutlich, deutlich realistischer. Aber es geht nicht ums Wetter, sondern es ist einfach, findet ein Thema, wo es sich auch wirklich lohnt, einen Beschwerdebrief zu schreiben. Edge Parker. Wie wäre es, wenn es das erste Auto aller Zeiten war und das hat vorm Kongress geparkt? Lärm. Oder die Kutsche, die erste Kutsche, die falsch geparkt wurde. Durch die Industrialisierung stinkt es jetzt in der ganzen Stadt nach Scheiße und deswegen kann deutlich ich nachts älter. Nicht pennen. Noch deutlich älter. Deutlich älter. Okay. Ihre Kühe stinken und deswegen eine Steintafel, boah. Steintafel. Stimmt, was rede ich über Autos, wenn es eine Steintafel ist? Ich weiß es auch nicht, warum du darüber redest. Vielleicht weil war das Essen schlecht oder so? Nee. Steintafel. Geht es um Schwänze? Ich finde es gut, dass wir das jetzt auch eingebracht haben, endlich. Darauf habe ich gewartet. Das hat mir auch gefehlt bis jetzt. Wie hätte denn so eine Steintafel-Beschwerdebrief ausgesehen? Was hätte denn da drauf gestanden? Okay, da würde draufstehen: Servus. Ihr habt zu laut dem Volk entgegen eine sexuelle Verkehrung durchgeführt. Ja. Interessant. Sie haben somit meinen Somnus gestört. Oh. Der Somnus. Hochachtungsvoll, wer hat das dann unterschrieben? Das war Cornelius der Zweite. Ah ja, Beschwerdebrief an Phallus Galactus auf jeden Fall. Was ist, wenn es nicht in Rom war, sondern wirklich in Ägypten? Und es ging um die königlichen Krokodile oder sowas. Es ist viel simpler. Was hat man denn damals gemacht? Krokodile.
Ja, gechillt. Gechillt, man ein bisschen getrunken. Wenn man beruflich auch was machen musste. Gesteinigt. Nee, ist es nicht. Und ich glaube auch, ihr kommt nicht drauf. Weil ihr echt, ihr seid noch ein ganzes Stück entfernt. Deswegen werde ich euch einfach sagen, was drin stand. Aber gib uns einen Tipp. Ich habe euch schon einige Tipps gegeben. Einen besseren Tipp als Steintafel. Okay, warte. Kannst du einen Tipp geben, was für eine Ära das war? Also Land oder Ära? 18. So. Jahrhundert vor Christus. Was? Was war da? Da war doch gar nichts, oder? Wie, 1800 vor Christus? Hä? Vielleicht ist er zurückgewiesen worden. Der wollte mit jemandem zusammenkommen und die Person war da so... Da schreibt man keinen Beschwerdebrief. Entschuldigung, ich bin sehr stattlich. Babylon, soll ich dir auch noch sagen, was drin stand? Babylon, das hilft mir, Babylon. Babylon, Babybel, ja. Ich habe keine Ahnung über Babylon. Hey, hat man dir gar nicht... Krieg, man fand den Krieg nicht gut. Babylon verbinde ich mit Krieg. Nee, und zwar war es was ganz Simples. Man hat sich bei einem Händler beschwert, dass die Lieferung nicht okay war. Das, wo man heute auch Beschwerdebriefe schreiben kann, dass jemand seinen Job nicht richtig gemacht hat. Ja, super simpel. Ist noch recorded, weil man diese Steintafel noch gefunden hat. Und es ging praktisch um einen Händler namens E.A. Nasir. E.A. Okay, den gab es damals auch schon. Der hat anscheinend Scheiße gemacht und Nanny. Nanny. Ich hab's mir wirklich nicht ausgedacht, die sind wirklich so. Okay. Hat einen Beschwerdebrief und Nanny. Weil ihm minderwertiges Kupfer verkauft wurde. Und in diesem Beschwerdebrief stand, wenn man das richtig übersetzt hat, von Nanny geschrieben: Was glaubst du, wer du bist? Jemanden wie mich mit solcher Verachtung zu behandeln? Gibt es irgendeinen anderen unter den Händlern, die Geschäfte mit Dilmun machen, der mich auf diese Weise behandelt hat? Nein. Nur du begegnest meinem Boten mit Verachtung. Nimm zur Kenntnis, dass ich kein Kupfer mehr von dir akzeptieren werde, das nicht von guter Qualität ist. Ich werde die Barren von nun an einzeln in meinem eigenen Hof auswählen und ich werde dir gegenüber mein Recht auf Zurückweisung wahrnehmen, da du mit Verachtung gehandelt hast. So. Das ist der sehr höflichste und burnigste Beschwerdebrief, den ich je gesehen habe. Ja. Also kannst du mir eine Kopie davon schicken? Mein UPS-Paket dauert übertrieben lange. Mach vor 4000 Jahren konnte sie sich besser late ausdrücken als ich. Wirklich, Alter. Ich finde es geil, dass er anfängt mit: Was glaubst du, wer du bist? Irgendwie nicht schlecht. Können wir noch heute nehmen. Ja. Von diesen UPS-Leuten: Was glaubst du, wer du bist? Mich mit dieser Verachtung zu strafen. Ich nehme mir mein Recht raus. Ja, ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen weirder Job gewesen damals, so ein bisschen schwierige Rolle, die Leute da eingenommen haben. Kommen wir jetzt zu einer anderen besonderen Rolle und einem anderen besonderen Job. Und für diese Rolle ist es besonders wichtig, dass der Penis des Nachfolgers den Boden berührt. Und da dürft ihr mir jetzt sagen, für welche Rolle ist es besonders wichtig, dass der Penis des Nachfolgers den Boden berührt? Freiwillige zuerst. Sorry, was? Geht wieder an zum Lesen. Das wäre, wenn ich quasi einen Nachfolger für meinen Stream suchen würde. Ja, dann kurze Frage, darf man sich hinhocken oder muss es im Stehen so sein? Es muss im Stehen sein. Es muss im Stehen sein. Also ich habe einmal gehört, ich habe danach nicht gegoogelt, dass der Mann mit dem längsten Penis der Welt irgendwas 42 cm war. Und der hat auch nicht den Boden. Der hat auch nicht den Boden berührt. Sorry, und wie viel? 42 irgendwas Zentimeter. Und dass der tatsächlich ohnmächtig wird bei einer Erektion. Oh, gestraftes Leben, Mann. Ja, voll. Und deswegen. Okay. Und sein Penis berührt nicht mal den Boden. Also ich denke, es geht hier um eine Art Menschen mit sehr, sehr, sehr kurzen Beinen. Okay, aber eventuell geht es auch nicht um Menschen, sondern doch. Ziemlich sicher. Ich will nicht über Tierpenisse schon reden. Ja, aber eine Rolle? Eine so die Alpha-Männchen-Rolle im Rudel? Ja, so Rudeltiere, so, die ein Alpha-Männchen haben. Wie wär's mit? Vielleicht gehen wir zu kompliziert. Weil ich glaube, ich hatte auch erst an Tiere gedacht, Nick, aber da steht ja Rolle. Und eine Rolle hat ja nichts. Rolle hat auch ein Tier im Rudel. Ja, aber da geht's doch nicht um Penislängen, sondern wer der krasseste Macker ist, so. Das schließt das andere nicht aus. Was für Tierarten lebt übrigens überhaupt mit so unfassbar langen Penissen?
Zum Beispiel Seegurken oder Seesterne. Also ich würde schon mal so Wasserlebewesen so ausschließen, weil da den Boden zu treffen. So beim Blauwal kann das eigentlich nicht sein. Doch, das ist okay. Sehr wichtig, um den Boden umzuflügen und den Unterwasseracker zu bepflanzen. Ja, ja. Ich meine, mit 4 Meter ist der sowieso schon weit über uns. Vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, haben Giraffen oder Elefanten oder so? Elefanten haben Riesenpenisse, die können die so ausfahren. Die können die ausfahren? Ja. Das können doch viele Tiere, oder nicht? Dann ist es der Elefant. Richtig. Nee, echt? Nein. Ja. Nein. Doch. Nein. Aber jetzt müssen wir noch sagen, für welche besondere Rolle es wichtig ist. Das Alpha-Elefanten. Um den neuen Alpha-Elefanten des Rudels zu küren. Nein, ich weiß es. Es gibt gigantische Herden von schwulen Elefanten. Und die bestehen nur aus männlichen Elefanten. Und wie normale Elefanten gehen ja so entlang und dann hält sich der vordere Elefant mit dem Rüssel am Schwanz des hinteren fest. Aber bei dieser speziellen Art von sich selbst reproduzierenden schwulen Elefanten halten die sich am Penis fest. Aber der muss auf jeden Fall bis zum Boden, den Boden berühren. Dann ist er nicht lang genug, um nach hinten zu klappen, dass er mit dem Rüssel reinfassen kann. Und wenn der Penis seines Nachfolgers sich im Boden berührt, dann ist es schlecht, weil dann gibt es dann keinen Nachfolger mehr. Ich will bei den Ohren auswaschen gehen mit Spiritus. Mach das, ich gehe auch mit. Denkt ihr, Elefanten würden sich selbst diese Rolle geben? Nein, ich denke, es ist der Ziehhengst. Okay. Der Hengst. Der Hengst. Der Elefantenhengst. Ja. Nee, ist es weißt doch, du musst doch Tiere befruchten lassen, so. Mhm. Bei Pferden vor allen Dingen, ja. Und wenn du. Und dann. Oh mein Gott, weil Elefanten so hoch sind, musst du ja auch irgendwie da drankommen. Und wenn der Pimmel so riesig, also so übelst hoch über dem Boden ist, dann kannst du ja echt schlecht Samen abzapfen. Mhm. Das heißt, wenn der Pimmel auf dem Boden landet, hast du ja praktisch wie so einen Schlauch, so einen Gartenschlauch. Und dann kannst du einfach den Samen abzapfen und die nächste Elefantenkuh befruchten. Ja. Es geht nämlich nur um Bequemlichkeit, dass die Menschen sich nicht so oft bücken müssen. Ja, stell dir mal vor, du musst halt immer wieder auf einen Stuhl oder so steigen. Ich respektiere das voll, dass du es gerade nachstellen wolltest, damit wir ein besseres Bild davon haben. Ja, und dann habe ich mir gedacht, wir sind auf Twitch und dann habe ich es immer gelassen. Genau, sehr gut. Ich bin sehr dankbar dafür. Aber es ist tatsächlich, es ist eine viel einzigartigere Rolle. Aber es ist ein Elefant, wirklich? Ja, es ist wirklich ein Elefant, ja. Würde ich euch jemals anlügen. Okay, vielleicht, ja, also vielleicht wird das denn von einem Menschen, wird von dem Menschen der Nachfolger gekürt? Mhm. Okay, dann vielleicht für einen World Record, also so der längste Elefantenpimmel oder irgendwie für einen Zirkus oder so, wo der auftritt mit dem längsten Schniedel? Nee. Okay, pass auf. Manche Elefanten, also es gibt doch auch so diese Elefanten, die so Gottheiten sind. Mhm. Vielleicht ist es so dieser Mythos, Elefantenpenis ist sonst nicht so lang, dass sie den Boden berühren, aber wenn es jemals einen Elefanten gibt, dessen Penis so lang ist, dass er den Boden berührt, dann ist es der nächste Mega-Elefant. Indien. Hier. Ja, da gibt es doch den Elefantengott. Ja, ich habe keine Ahnung von Hinduismus, wirklich. Bevor Mauk jetzt noch irgendwelche anderen Sachen sagt, lasse ich Annis Antwort einfach gelten. Oh. Es ist nämlich tatsächlich ein heiliger Elefant. Oh. Und es ist nicht Indien, es ist Sri Lanka. Das ist tatsächlich so, dass der Anführer von 100 ausgewählten Elefanten, also ihr wart da vorhin schon auf einer ähnlich richtigen Spur, jedes Jahr bei einem wichtigen buddhistischen Fest gewählt wird, also es ist Buddhismus tatsächlich. Und da ist es wichtig, dass der Elefant, der Anführer dieser heiligen Elefanten, gewisse körperliche Merkmale erfüllt. Unter anderem muss er mindestens 3,60 Meter groß sein oder halt größer. Und wenn er steht, müssen 7 Punkte von diesem Elefanten den Boden berühren. Die 4 Beine, na, easy, der Rüssel und sein Geschlechtsmerkmal. Das sind die Kriterien, um heiliger Elefant zu werden. Ich will auch heiliger Elefant sein. Ganz können knapp, dass du heiliger Elefant werden können. Ja, es sind nur 2 Körperteile zu wenig. Außer ihr seid flexibel. Ja, das ist der Grund. Ihr seid close gewesen. Fand ich sehr, sehr gut. Mauki hat vorhin sogar schon einmal was in die richtige Richtung gedroppt, aber hat es dann wieder verworfen. Also,
denn? Ja. Du hast vorhin schon Elefanten in den Raum geworfen, tatsächlich. Und auch, glaube ich, irgendwas mit heilig das oder so. Ist so lange her, mein Hirn hat das überhaupt nicht mehr drin. Katze, by the way. Katze, ja. Das passiert auch, ne? Manchmal vergisst man einfach Sachen. Unter anderem auch bei einer Bleivergiftung. Das ist wunderbar, weil das ist das nächste Thema. Die nächste Frage ist, warum litten zahlreiche Mitglieder der Polarexpedition von Sir John Franklin unter schwerer Bleivergiftung? Weil sie Fisch gegessen haben. Nur Weil sie Fisch. Was gegessen haben? Sie haben rohen Fisch gegessen. Und da ist Blei drin? Also alle Fische dieser Welt sind komplett schwermetallbelastet, ja. Ja, das stimmt tatsächlich. Das war. Ne, Polarexpedition von Sir John Franklin ist schon ein bisschen her. Was weiß ich denn, was das für einer ist? Nee, deswegen sage ich es dir, weißt du, damit du einfach... Vielleicht waren das so Leute, die so Tiere erschossen haben mit so Bleikugeln und die dann gegessen haben. Und dadurch waren die halt stark bleivergiftet, die Tiere, die gegessen haben. Haben die Kugeln dann mitgegessen? Nee, die haben die schon rausgenommen, denke ich. Aber trotzdem war es halt drin. Mittlerweile weiß man, die einzig gute Möglichkeit, ein Tier ordentlich zu töten, ist gar nicht. Oh, nice. Good. Okay. Es hat tatsächlich was mit Essen zu tun, ja. Soweit seid ihr schon mal auf dem richtigen Weg. Okay, das heißt... Gabeln und Messer waren aus Blei. Und die haben die mitgegessen? Nein, aber abgeleckt. Warum hast du es jetzt nachgemacht, Nick? Das war witzig. Okay. Auf jeden Fall, guck mal, das Ding ist, vielleicht, man ist ja unterwegs, auf Expedition isst man ja immer viel Dosenfutter. Mhm. Und dann gibt es ja diese Baked Beans und was weiß ich. Vielleicht haben die einfach diese Dosen gekocht, also erhitzt, und haben das aus der Dose gegessen, sodass das Blei mit in dem mit in den Lebensmitteln war. Wie viel Blei ist in so einer Dose drin? Puh, das müssten 5 sein. Ja, das ist tatsächlich richtig. Nick hat vollkommen recht mit den 5 sogar. Ja, du kriegst 5 von 5 Punkten für die Antwort, weil es waren wirklich die Dosen, die für die Bleivergiftung gesorgt haben. Nice. Echt? Man kann nämlich bei so einer Expedition gerade 1845 nicht einfach mal so bei einem McDrive ranfahren in der Arktis. Ne? Gibt's nämlich nicht. Und man musste sich tatsächlich sehr viel Konserven mitnehmen. Und die Konservenbüchsen damals waren noch mit Blei verlötet, weil man damals das noch nicht so gut produzieren konnte wie heute. Oh. Das heißt, das Blei, was denn in das Essen übergegangen ist, war das von den Lötstellen. Also du hast vollkommen recht, das waren nicht die kompletten Büchsen, aber das Blei an den Büchsen war dann das, was sie am Ende vergiftet hat. Und sehr wahrscheinlich führte es dann auch zum Tod von eben besagtem Sir John Franklin. Schade, aber wenigstens haben sie die Arktis einmal gesehen. Aber imagine, du gehst so in die Arktis und stirbst an Dosenessen. Ja, das ist schon ziemlich lächerlich. Kein Wack. Die Schwächlinge. Ha. Nicht so erfroren, nein. Ich besser gemacht. Ungesund ernährt. Ja. Passt gut mal anders. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Das war sehr schnell, Nick, da habe ich nichts zu beanstanden. Ich wollte dich auch mal mehr loben, das war toll, Nick, das war stark. Die nächste Frage ist, was ist das Besondere am Titel eines der populärsten Bücher über Kommunikationstheorie? Das Besondere ist, der schlecht kommuniziert. Also, man versteht den Titel nicht. Kennst du dieses Sender-Empfänger-Prinzip? Mhm. Und der ist echt beschissen im Senden. Ja, und das ist der Titel dann gewesen? Ja. Und was ist daran also besonders? Der Titel hat misskommuniziert, worum es geht in dem Buch. Hm. Der hat so gesagt, so die Chroniken von Narnia, aber es ging um Kommunikation. Das ist teilweise richtig. Keinen Titel. Das Buch hat einfach blank Titel, um den Punkt zu proven, wie wichtig Kommunizieren ist. Nee. Und einfach die ersten 10 Seiten leer lassen. Und dann erst schreiben, siehst du, auf diesen Seiten steht nichts. Und deswegen konntet ihr auch nicht verstehen. Ist Kommunikation verstehen. Richtig. Ja. Es wird auch richtig cool, wenn Leute dann drüber reden und sich das rumspricht, dass mein Buch so cool ist. Und alle werden sagen, ey, hast du schon dieses Buch gelesen? Also, welches Buch? Ja, ganz das Buch. Genau. Genau das Buch. Es hat halt keinen Titel. Vielleicht ist es auf einer anderen Sprache geschrieben als das restliche Buch. Oh. Smart. Hm. Aber gibt es nicht ein paar Bücher, die vielleicht so sind? Was weiß ich. Twilight ist deutsch, soweit ich weiß. Also. Einzige Buch auf der Welt. Twilight. Einzige Buch, was ich je gelesen habe, deswegen. Keine Ahnung.
Geil. Und Mathematik-Grundkurs, da habe ich auch ein paar Seiten durchgeblättert, ansonsten war es das. Und du hast den Inhalt definitiv nicht verstanden, obwohl der Titel Deutsch war, ne? Ja. Also da ist auch, ja, ja. Ja, also ganz so war es nicht. Oh, der ist auf dem Kopf. Oder gespiegelt. Oder im Kreis. Vielleicht sind die Buchstaben verteilt? Es ist ein Anagramm. Es ist ein Synonym. Nein. Es ist irgendeine gespammte Scheiße. Nein. Das wäre auch cool, aber es ist es nicht. Er ist nicht auf der Buchvorderseite, sondern erst innen drin. Das wäre auch geil, aber es ist auch nicht. Verdammt, wir haben so viele gute Buchideen. Schreib das irgendwer mit. Wirklich viele, jo. Ich mache echt noch, ich werde ein Buch über die Kommunikation schreiben. Sehr gut. Was ist das Besondere am Titel eines der populärsten Bücher über Kommunikationstheorie? Falsch geschrieben. Es greift einen, der häufig, also ja, schon irgendwo falsch geschrieben, aber die Frage ist, was daran so besonders ist, weil das passiert immer mal wieder. Tatsächlich wird einer der Sätze aufgegriffen, die am häufigsten in der Kommunikationstheorie genutzt werden. Es ist ein Druckfehler, da habt ihr schon mal vollkommen recht. Ausrufezeichen ist nicht da. Also vielleicht wollten die sowas wie Talking oder sowas schreiben und dann kam auf einmal Shitting raus. Und dann das wurde also so gedruckt und keiner hat es bemerkt. Und jetzt heißt das Buch der Kommunikation scheiße. Nicht ganz so, aber tatsächlich ist der neue Titel sehr witzig und deswegen hat der Autor ihn auch behalten wollen. Mm. Weil er auch einen Point proved und zwar genau den von dieser Kernaussage. Oh, wenn man einfach, oh, vielleicht haben wir einfach den Anfangsbuchstaben klein geschrieben und deswegen hat es andere Bedeutung. Nee, es war schon ein bisschen gravierender. Aber tatsächlich ist ein Wort falsch. Komma weggelassen. Kennst du die Zeichensetzung so wichtig, dass man teilweise einen ganz anderen Satz hat, wenn man Komma weglässt? Ja, dieses wir essen Opa oder wir essen Opa. Meine Deutschlehrerin wäre sehr stolz auf euch. Wie sehr kennt ihr euch mit Kommunikationstheorie aus? Null. Wir sind Streamer. Wir kommunizieren nur. Was ist denn die Art und Weise, wie ihr kommuniziert? Nuschelt. Worüber kommuniziert ihr? Verwirrt? Mit vielen Voice Pausen? Cracks? Voice Cracks? Worüber kommuniziert ihr? Was braucht ihr für Kommunikation? Mikrofon. Ja, und worüber? Stimmbänder, Hals, Mund, Zunge, Zähne. Noch weiter. Lippen. Man kann ja viele Art und Weisen kommunizieren. Aber nicht bei Activity, Anni. Wie trägt man das an andere Menschen heran? Worte. Über ein gewisses Medium. Genau. Medium, Medium. Okay, ich glaube, für euch darauf zu kommen, ist echt schwer. Also weiter kommt ihr nicht. Ihr habt schon mal den Druckfehler richtig und das rechne ich euch hoch an. Wirklich. Das Besondere daran ist, dass nochmal eine andere Message entsteht in diesem Titel. Ich löse jetzt einfach auf, weil ihr werdet das eben nicht aufkommen. Okay. Was Mauki Medium gesagt hat, ist schon sehr, sehr gut. Das Besondere ist nämlich, dass dieses Buch einen Satz aufgreift, der super wichtig ist für Kommunikationstheorie. Und das ist, the medium is the message. Ja, also das Medium ist die Botschaft oder Teil davon. Und es sollte tatsächlich einen Titel geben oder ein Buch geben, was genau so heißt. The medium is the massage. Ja, genau. No message. Way. Wir haben praktisch statt the medium is the message, the medium is the message geschrieben. Was im Endeffekt dann halt heißt, dass Medium ist die Massage. Und weil der Autor von diesem Buch es so witzig fand, dass genau das, nämlich genau das Medium, mit dem es übertragen wurde, dann halt falsch heißt und missverständlich war, wurde das behalten. Und der Autor McLuhan hat sich entschieden, seine wissenschaftliche Arbeit genau so heißen zu lassen, weil das genau den Sinn von dem, was er sagen wollte, genau wiedergibt. Ah, okay, verstehe. Ich weiß, es war sehr schwer, aber Mauki hätte es gewusst, ab dem Punkt, wo sie es gesehen hat. Das war mir schon viel wert. Ich muss einmal sagen, ich finde es sehr, also der Typ ist, glaube ich, richtig cool, weil ich glaube, wenn du so jahrelang in so einem Buch arbeitest und so dein Meisterwerk veröffentlichst und einfach ein Rechtschreibfehler rauskommt und das einfach drin, einfach Massage im Titel, was nichts damit zu tun hat, überwitzig dann zu sagen, ja, behalten wir, finde ich jetzt irgendwie keine good. Unterstreicht meinen Punkt. Ich glaube, der war aber auch einfach ein bisschen butthurt, dass er nicht selber drauf gekommen ist. Und Vielleicht. Ich wette, das war nicht mal ein Tippfehler. Ich wette, da war irgend so ein ultra lustiger Typ, der das drucken lassen hat. Und der hat extra diesen Tippfehler reingebracht. Willst du sagen, da war ein kleiner Troll am Werk? Ja. Okay. Und der hat dann einfach 1000 Exemplare von diesem Buch gedruckt. Was ist das Besondere an dem Horrorfilm Escape from Tomorrow, in dem eine Achterbahn eine entscheidende Rolle spielt? Die Achterbahn wurde extra für den Film gebaut? Nope. Escape from Tomorrow. Guckt immer von euch Horrorfilme? Mauki? Ja, doch.
Aber ja, guck ich, aber ich guck keine schlechten, also. Es ist alles wahr. Inwiefern wahr? Also normalerweise sagt ja so ein Horrorfilm, das, was passiert ist, ist wirklich passiert, angelehnt an dies und das. Nee. Und normalerweise nee. Stimmt das halt alles nicht. Nee. Der Mensch, der im Film gestorben ist, ist wirklich gestorben bei den Dreharbeiten. Das wäre krass und mega unangenehm, aber nee. Und es gab auch keinen anderen Unfall irgendwie mit der Achterbahn oder so? Gab es nicht. Und ich glaube, es wäre auch so, dass ein Film, wo dann der Hauptdarsteller während des Drehs irgendwie doch getötet wird, ich glaube da, also ich weiß nicht, ob der Film wirklich released worden wäre. Doch, der wird released. Zum Beispiel Raven, wo der Sohn von Bruce Lee gestorben ist, oder wie auch immer der hieß, Raven oder so, der wurde auch released. Der wurde erschossen. Im Krass. Film? Im Film, ja, von einer Prop-Waffe, die aber geladen war. Boah, aber dann kannst du die Szene ja niemals zeigen. Sollte ein Horrorfilm werden, aber es ist so viel am Set schief gelaufen und dann waren sie so, yo, Digga. Actually ein Horrorfilm. Ah, das ist ja nice. Ich dachte, du willst sagen, es sollte ein Horrorfilm werden, aber es lief dann anders und dann ist ein Porno geworden. Aber. Nein. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich auf diese Idee kommen konnte. Es tut mir sehr, sehr leid. Nee, aber es ist tatsächlich nicht. Es war von vornherein der Plan, einen Horrorfilm zu drehen. Mhm. War trotzdem ein bisschen weird, wie der gedreht wurde. Und denk gerne an Achterbahnen. Was verbindet ihr denn mit Achterbahnen? Spaß! Hui! Looping! Welche Orte verbindet ihr mit Achterbahnen? Fantasia, ja, Niederlande. Europapark. Denk noch ein bisschen größer. Disneyland. Six Flags. Oh. Disneyland. Es wurde in Disneyland gedreht, aber Disney wollte nicht mit Horror assoziiert werden, deswegen mussten die so über viel retuschieren. Oder die wussten schon gar nicht, dass der gedreht wird, weil der Found Footage war. Und eigentlich ist es nicht legal, dass der überhaupt rausgebracht wurde. Das ist richtig. Oha! So das typisches Disney-Ding, wow. Alter. Wow. In Escape from Tomorrow wird Disneyland zu einem Schauplatz für einen Horrorfilm, in dessen Verlauf die Protagonisten unter anderem an einer Krankheit namens Katzengrippe erkranken, Blut und Haare brechen und so ein Shit. Ist sehr, sehr weird, sehr, sehr creepy. Und weil, es ist wirklich sehr creepy. Weil Disney das niemals erlaubt hätte, aber der Regisseur unbedingt im Disneyland drehen wollte, wurde der Film heimlich gedreht. Das heißt, man hat keine Dreherlaubnis gehabt und man hat extra berechnet, wann die Belichtung wie wo aussieht, dass man diesen Dreh an mehreren Tagen heimlich in diesem Park drehen konnte. Da es halt ganz normal ist, dass Leute immer mal wieder was im Disneyland filmen, hat man das versucht, so gut wie möglich zu tarnen. Und damit auch in der Post-Production nichts aufflog, hat man die Spezialeffekte tatsächlich in Südkorea bearbeiten lassen. Schön ein Stück weg von den USA, damit das niemandem auffällt. Und ja, es war die Hoffnung, dass so halt Disney nicht klagen konnte. Disney klagte schlussendlich nicht gegen den Film, aber die Befürchtung, dass Disney doch noch klagen könnte, verhinderten den Kinostart, sodass der Film 2013 in einigen Jahresbestenlisten auftauchte, aber trotzdem nicht wirklich bekannt ist, weil er nicht im Kino liegt. Krass. Aber was für ein dämlicher Regisseur, wie kann man denn sagen, es muss unbedingt in Disneyland gefilmt werden? Wahrscheinlich werden wir todesverklagt. Lass uns das einfach auf half-assed heimlich drehen. True. Es ist alles Teil der Experience und des Filmeschaffens und so. Das Ich weiß nicht, wie Regisseure ticken. Die sind da. The Vision. The Vision. Genau das nämlich. Maukis Vision war gut genug, ne? Insofern hast du es rausgefunden. Aber sehr nur, stark. Weil Anni eine Vorlage gemacht hat. True. Und es war wieder Teamwork, ne? Da sind wir wieder bei dem Horror-Thema. Ich werf dir den Ball zu und du versenkst ihn, Mauki. Ihr seid heute einfach auch ein Team. Also ihr arbeitet wirklich viel zusammen. Das finde ich sehr, sehr gut. Anni, Mauki und Eminem. Ist einfach stark. Nächste Frage. Wird nie wieder mit uns irgendwas tun, ne? Gut, nächste Frage. Wo wir schon beim Thema Farben sind, ne? Und buntes Gefieder und so. Wen oder was genau will man mit einer Kanarienvogelfalle fangen? Sind es Kanarienvögel? Oder doch eher nicht? Wahrscheinlich nicht. Die Fressfeinde von Kanarienvögeln. Du packst Kanarienvögel in diese Kanarienvogelfalle als Lockvogel für die Fressfeinde von Kanarienvögeln. Denn Kanarienvögel werden als Nahrung gesehen von, weiß ich nicht genau, wer so schrecklich wäre, Kanarienvögel zu essen. Die sind toll. So Füchse oder
Große Katzen. Ja, eine kleine Katzen, oder Katzen groß, ja. Es hat wenig mit Vögeln zu tun. Eigentlich gar nichts. Hat es mit dieser Art von Vögeln zu tun? Kann nicht mehr. Ey, wirklich? Ich rufe meine Mama an, die soll mich abholen, das reicht mir. Ey, bitte. Es gibt immer nur drei potenzielle Themen. Ja. Ich bin mir Kanarien, sehr sicher, was Vögeln. Es ist. Und Würstchen. Okay. Ja. Denn als Kanarienvogel werden nicht nur die Vögel bezeichnet, sondern wir kennen das ja, dass man sagt, ah, oh, du bist ne, ein schräger Vogel. Und es gibt auch die Bezeichnung, du bist ja ein Kanarienvogel. Für Leute, die sich extrem bunt kleiden und schminken und so ein Kram. Und deswegen gibt es diverse Geschäfte. Und die locken diese Art von Menschen an. Und das ist dann die Kanarienvogel. So ein bisschen loco, sind so ein bisschen crazy. Ja, so ein bisschen, living la vida loca. So ein bisschen Pride Parade is every day und halt immer so geschminkt in Regenbogenfarben halt. Wisst ihr, was ich meine? Welche Läden locken diese Leute an? Ja, stimmt. Karnevalsleute. Ja, die auch. Ja. Es ist es nicht, aber es ist eine coole Idee. Aber es hat tatsächlich was damit zu tun, etwas zu fangen. Also es ist schon ein bisschen... Fangen, um es dann zu töten? Nee, also... Wahrscheinlich nicht. Also was ihr schon rausgefunden habt, es werden keine Tiere gefangen. Hm. Es ist keine physische Falle, damit hatte Mauki auch recht. Hm. Es ist trotzdem ein Prinzip, bei dem irgendetwas gefangen wird. Die Blicke der Menschen werden gefangen. Hm. Wovon? Von Leuten, die es schaffen, sich so zu präsentieren wie Kanarienvögel. Sehr bunt, sehr, ich weiß gar nicht, wie so ein Kanarienvogel aussieht. Ich habe so einen Papagei im Kopf, aber das ist obviously kein Kanarienvogel. Nicht ganz. Aber ist das wieder jetzt für so Touristenfallen? Wie heißen Touristenfallen? Kanarienvogelfallen. Nee, die heißen Touristenfallen. Je nachdem, was ihr für Filme geguckt habt, könntet ihr es auch wissen. Anni, nicht so metaphorisch. Sehr was schön. Hast du gerade gesagt? Ja, aber nicht so metaphorisch. Gefühle. Was hast du gerade gesagt? Ich habe gesagt, je nachdem, welche Filme ihr gesehen habt, könntet ihr den Begriff sogar kennen. Okay. Mhm. So romantischen Scheiß oder was? Gar nicht. Überhaupt nicht. Eher so Action? Ja. Action? Was ist, wenn das um Jagd geht, generell? Kanarienvogelfalle, ein Ablenkungsmanöver. Ja, so ein bisschen. Ist das vielleicht einfach, dass man so Sounds macht? Es hat was tatsächlich mit der Stimme und so zu tun, teilweise. Okay, wie klingen die? Scheiße. Da hat mein Internet gerade geleckt. Ihr habt es vielleicht nicht gehört, aber es... genau. Läuft auch viel in Kinos. Gibt sehr bekannte, längere Filmreihen davon. Es gibt sehr viele bekannte Schauspieler, die unter anderem auch dadurch größer geworden sind. Ein Genre? Bollywood vielleicht? Nee. Nein. Wo jagt man denn in Filmen irgendwas? Krimi-Filme. Bösewichte, ja. Klar. Oh, ist das sowas wie ein Honeypot? Ist das sowas wie ein Honeypot? Nee, nicht was? Wirklich. Wo jagt man? Verfolgungsjagden. Nee, auch nicht. Aber es gibt ja in solchen Filmen immer so Leute, die jemanden verfolgen. Wer macht denn sowas? Spione. Ja. Was will man dann mit einer Kanarienvogelfalle fangen? Informationen? Sind schon Lebewesen. Ey, ich hab das noch nie gehört. Spione. Ich weiß was. Doppelagenten. Wenn du zum Beispiel eine richtig schöne Frau nimmst und dahin stellst und die soll die Personen bezirzen für Informationen. Die ist dann der sogenannte Kanarienvogel. Das ist falsch. Aber es ist trotzdem Spione, die man fangen will. Es sind trotzdem Spione, die man fangen will. Also Anni hat vollkommen recht. Ich habe keinen Plan, warum man es Kanarienvogelfalle nennt, aber eine Kanarienvogelfalle existiert in erster Linie im Geheimdienstjargon. Und das ist eine ganz spezielle Methode, mit der man versucht, undichte Stellen, Spione, Doppelagenten etc. zu entlarven. Und das kennt ihr safe auch, ihr kennt nur den Begriff dafür nicht. Denn es ist praktisch so, dass man bei Dokumenten oder Informationen, die man weitergibt,
jedem unterschiedliche Informationen gibt und je nachdem, was durchsickert, man weiß, wer diese Informationen verteilt hat. Das ist ein System, das wird in Filmen genutzt. Jack Ryan zum Beispiel ist ein Charakter, der es gemacht hat. Maukey's Gone. Es wird zum Beispiel auch von Elon Musk, hat das 2008 auch gemacht, um Mitarbeiter zu entlarven, die Informationen an die Außenwelt weitertragen. Das heißt, die Kanarienvogelfalle versucht, Leute zu finden, die ein bisschen zu viel zwitschern und ausplaudern und ne, laut sind und Geräusche machen. Weil die Leute singen wie Kanarienvögel. Genau das nämlich. Und die klingen genauso. Was? So klingen die. Ich hab's nicht verstanden. Hat geleckt wieder. Aber gut, lasst uns wieder über andere Sachen reden, die nicht vom Thema ablenken und auch nicht viel besser sind. Warum wurde 2005 weltweit darüber berichtet, dass in Holland ein Spatz erschossen wurde? Ich weiß es. Es war tatsächlich ein Mensch in einem Spatzenkostüm. Mhm. Und der hat draußen halt seine Show gemacht. Ich kenne das, es war so ein Straßenkünstler, ne? Cheep, 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 hat er gemacht. Und dann gab es eine andere Person, die relativ, also ein bisschen dumm war und dachte, das wäre halt ein richtiger Spatz und dachte, ich knall den Vogel halt ab. Ja. War das nicht das dass das Stadion geflogen ist beim Fußball? Und deswegen hat man den erschossen? Was? Warum hat man den im Stadion erschossen? Also was ist das Problem daran? Weil der einfach schnell beseitigt werden sollte, damit er nicht für Panik oder Aufruhr sorgt. Der Spatz im Stadion. Für Panik. Hast du Angst vor Spatzen? Oder? Nein, ich nicht, aber da wurde doch mal so ein Vogel im Stadion erschossen, einfach so. Da wurde doch voll drüber geredet, oder nicht? Nee, es war tatsächlich kein Spatz, der im Stadion erschossen wurde, weil Leute Angst haben vor Spatzen. Das ist sehr selten, dass Leute Angst haben vor Spatzen, Nick. Aber wir respektieren dich trotzdem. Hm. Süß. Das sind diese kleinen Mini-Vögelchen, ne? Wie kann man den überhaupt treffen? Der ist doch winzig. Vielleicht war der letzte Spatz. In Holland. Und warum hat man den dann erschossen, wenn es der letzte Spatz war? Der letzte rot-grün-blau-Spatz. Ja, vielleicht war das so, so eine geschützte Spatzenart, von der es nicht mehr viele gibt. Und der Typ wollte eigentlich einfach nur, keine Ahnung, Tontauben erschießen, hat dann aber diesen Spatzen getroffen. Und das war halt keine Absicht, aber er hat ihn trotzdem erschossen. Das ist wie bei manchen Wespenarten in Deutschland. Wenn du so eine Wespe tötest, musst du so 10.000 Euro zahlen oder so. Richtig crazy. Mhm. Vielleicht ist es auch so bei diesem Spatz. Es war schon die Intention, den Spatz zu erschießen. Und es war tatsächlich auch ein stinknormaler Spatz. Wichtig war, dass von diesem Spatz sehr viel abhing. Der Spatz war ein Risiko. Kann von einem Spatz abhängen? Das ist die Frage. Keine Ahnung, war der einzige Spatz in Holland, der existiert hat 2005. Warst du schon mal in Holland, Nick? Ich weiß es. Ich hab da nicht drauf geachtet, ob da Spatzen lang geflogen sind. Ich weiß es. War das so ein Ding, dass die so eine neue Brücke gebaut haben. Und die waren so, okay, bevor wir da Menschen drauf lassen können, lassen wir erstmal fliegende, leichte Lebewesen drauf. Weil vielleicht machen wir noch so eine Säule mehr, aber keine Ahnung. Und da sind dann ganze Spatzen draufgeflogen. Und dann ist der eine letzte Spatz ist dann draufgeflogen. Zack. Und plötzlich das Fundament gerüttelt. Und Leute waren so, wir müssen einen Spatzen erschießen. Boom. Mhm. Der Spatz flieht und es wurde in den ganzen überall, die Brücke hält doch nicht. Ah. Weil die Belastungsfähigkeit von Brücken nämlich auch in der Einheit Spatz gemessen wird. Ja. Das ist weltweit bekannt. Ja, und deswegen macht man das auch bei allen Brücken. Aber in Holland wurde halt, statt einfach einen Spatz runterzunehmen, der Spatz erschossen. Und das war das Problem. Ja. Ah. Ja, es gibt ja auch die Maßeinheit. Kilo oder Pound oder Spatz. Ja. Umgerechnet. Haben die vielleicht Spatzen gegessen? 5 Spatzen. Der wurde nicht gegessen. Und es ist tatsächlich auch so, um euch nochmal einen kleinen Tipp zu geben, wenn man diesen Spatz nicht erschossen hätte, dann hätte wahrscheinlich ein Großteil auch in Deutschland auf eine sehr lang erwartete Fernsehserie verzichten müssen. Eine bitte was? Mhm. Eine Fernsehserie? Mhm. Dafür hat man einen Spatz erschossen. Ja. Was könnte diese Fernsehserie gewesen sein? Was könnte der Grund gewesen sein? Warum ist ein Spatz so gefährlich? Wofür? Hat der vielleicht eine Krankheit übertragen? Nein. Der war gesund, stand in der Blüte seines Lebens, hatte 2 Kinder, eine Frau, einen Job,
War hart arbeitender Spatz und die haben ihn trotzdem einfach abgeschossen. Ich weine gleich, kannst gibt's, du gibt's, aufhören? Gibt's eine Sendung über einen Wurm oder so? Das war der Star, das war der Star der Sendung. Und dann kam der Spatz und die Leute waren so, nicht der Wurm, das ist der erste Schauspielwurm der Welt. Hat der vielleicht irgendwo genistet? Nee. In einer Kamera oder so, keine Ahnung. Nee, aber das Ding ist, ich habe ja am Anfang gesagt, dass da ein Spatz ins Stadion geflogen ist. Ja, ist es ja. Diese Geschichte? Vielleicht. Weil irgendwas, ich weiß, irgendwas war 2005 mit einem Spatz, der ins Stadion geflogen ist. Und ja. Die mussten den erschießen, weil ja. Ich weiß aber ja. Nicht mehr genau, warum. Ja, Nick, denk nach. Ergründe die Tiefen deines Gehirns, auch wenn da nicht mehr viel übrig ist. Denk nach. Denk nach. Film. Anni weiß es. Du, Danny. Ja, das war's. Das war's, hundertprozentig, das war's. Oh mein Gott, ich hab das mit Fußball verwechselt, ich bin so dumm. Oh, shit, es war Domino Day. In das reingeflogen und er hätte sonst den Dominostein berührt, oder? Ja. Ja, das ist richtig. Ja. 2005 war ganz Deutschland ein Domino-Flug, oh mein Gott. Domino Day damals richtig sick war und die einen Weltrekord aufstellen wollten. Der Spatz hat sich am 14. November 2005 allerdings in die Halle in Holland verirrt, in der das Ganze aufgebaut werden sollte. Und bis zu dem Weltrekordversuch waren nur noch 4 Tage. Übrig. Und der kleine einzelne Spatz hatte zu dem Zeitpunkt schon 23.000 Steine umgeworfen. Weil man dann keine andere Option mehr gesehen hat, weil man ihn nicht fangen konnte, hat man ihn tatsächlich erschossen, um den Rekordversuch, die Produktion etc. am Laufen zu halten. Und das war aus gutem Grund großer Diskussionsgrund in den Medien damals. Das ist ein großer Diskussionsgrund in den Medien, dass ein Spatz erschossen wurde, aber Leute kaufen so kiloweise Mortadella für ja, so 22 so, Cent so bei Penny. Ist immer so widersprüchlich. Ja. Also, okay. Da hängen die dann Moralaposteln raus, weißt du, aber so IRL geht das dann wieder nicht. Ja. Okay. Krass. Pain. Es ist halt leider einfach so, ne? Holy shit. Der arme Spatz, ich traue heute Nacht davon. Kommen wir zu einem anderen Thema, was auch sehr schmerzhaft ist, darüber zu reden. Nämlich, weil mir das auch persönlich sehr nahe geht, warum darf man bei Sonnenschein keine Limetten schneiden? Das ist ein Thema, was mich persönlich einfach privat sehr eingeschränkt hat. Ja, Zitronenlimetten ist fast das Gleiche. Haben die vielleicht so ein Sensibilisierungszeug drin? Ich glaube, das ist so, ne? Das ist auch mit Petersilie und so. Das was macht? Dass wenn du das anfasst, dass auf deine Haut geht, dass dein natürlicher Sonnen, also auf der Haut das natürliche Sonnenwiderstandsdings aufgelöst wird und du instant Sonnenbrand bekommst. Mhm. Das ist richtig. Es sind nicht Polioli, Schmoli, was Mauki meinte. Okay. Ich weiß, dass Mauki so da gesessen hat und so ihre Story erzählt hat. aber es heißt, das ist der Nährungsstoffe. Genau. Soralene heißen die. Und die sind der Grund für die sogenannten Margarita Burns. Denn Zitronensaft oder Limettensaft enthalten eben diesen Stoff, der dafür sorgt, dass UV-Strahlung mindestens 10-mal so stark ist. Und dann deine Haut nicht nur leicht verbrennt und es schmerzt nicht nur, du kriegst keinen Sonnenbrand, sondern es bilden sich richtig dicke Brandblasen. Und teilweise müssen diese Verbrennungen dann im Krankenhaus behandelt werden. Das ist der Grund dafür. Die sogenannten Margarita Burns. Okay, krass. Google das. Warum wird uns das nicht einfach beigebracht? Deswegen bin ich ja da und habe euch das beigebracht. Danke, du. Der Bildungsauftrag. Cool. Gehen wir aus dieser awkwarden Situation raus in eine andere, die wahrscheinlich deutlich schlimmer war. Wodurch war Pepsi indirekt am Tod von mindestens fünf Menschen auf den Philippinen verantwortlich? Es war nicht Domino Day, Nick. Es war nicht Domino Day. Nee, da habe ich mal ein Simplicissimus-Video drüber geguckt. Wirklich? Ja. War da nicht ein Gewinnspiel auf diesen Deckeln? Mhm. Da waren Codes drin. Mhm. Und die haben ein Gewinnspiel auf den Philippinen, meine ich, gemacht.
Ja, mach noch weiter. Das Ding ist, das ist so lange her, ich muss gerade so Puzzleteile im Kopf zusammenführen. Also, dieses Gewinnspiel war aber irgendwie rigged, weil nachher, oh, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendein Kommunikationsfehler dort. Und dann haben nachher viel zu viele Menschen gewonnen bei diesem Code. Also, der Code war rigged. So, und dann gab es eine richtig krasse Demo, die, wo alle Menschen auf die Straßen gegangen sind, die haben Molotow-Cocktails geworfen, also die sind richtig wild gegangen und wahrscheinlich sind dabei mindestens 5 Menschen gestorben. Das ist richtig. Yes! Oh, shit! Oh, unterwegs. Ultrastrong unterwegs. 1991, also ist schon ein Weilchen her, war Coca-Cola der unangefochtene Marktführer in den Philippinen. Das hat Pepsi natürlich nicht geschmeckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Weshalb sie sich dachten, wir bringen einfach ein Gewinnspiel raus, ne, wie Müllermilch, andere Sachen. Wir ballern einfach in unsere Deckel Codes, mit denen man gewinnen kann. Insgesamt sollte es ein paar Leute geben, ne, die $40,000 hätten gewinnen können. Und 2 Leute hätten das sein sollen. Das Problem ist, dass am Ende aus Versehen 800.000 dieser Deckel gedruckt worden sind. Und damit 800.000 mögliche Gewinner für die $40,000 in Frage gekommen wären. Damit man das nicht auszahlen musste, wollte man dann später so $20 Entschädigung anbieten. Aber dadurch, dass die Leute es mitbekommen haben, gab es so starke Ausschreitungen in diesem Land, wo man versucht hat, Pepsi an Pepsi ranzukommen, aber auch dem Unternehmen zu schaden, dass man ca. 35 Lastwagen zerstört hat. 1993 ist dann eine Splittergranate hochgegangen an einem Pepsi-LKW, was eine Lehrerin und ein 5-jähriges Kind getötet hat. Und ebenfalls in einem Lagerhaus gab es einen Anschlag mit einer Granate, wo 3 Mitarbeiter gestorben sind. Ein kleiner Fehler in der Produktion, sehr, sehr große Folgen. Das Ganze endet mit einem Gerichtsverfahren gegen Pepsi, einem Freispruch für Pepsi und halt einer Menge schlechten Marketing. Crazy Story, sehr unangenehm. Aber Nick hat sich daran erinnern können, was sehr, sehr krass ist. Ja. Das ist echt eine krasse Story. Komm gar nicht drauf. Ihr habt das Gewinnspiel verkackt, jetzt verkacken wir euch. Alter. Hatten wir nicht auch mal, dass Pepsi irgendwie die zweitgrößte Kriegsflotte der Welt besessen hat oder so? Ja, das ist crazy. Pepsi, ganz weirder ganz Verein. Weirder Verein, ja. Kommen wir zur nächsten Frage und das ist glücklicherweise Nicks Spezialgebiet. Warum wurde das Fußballstadion Estadio Municipal Nicolás Juan Nazar nach Nicolás Juan Nazar benannt? Ja. War das nicht dieser krasseste Stecher der Welt? Ja, mit dem Elefantenpenis, der bis auf den Boden reicht. Diesmal ist es auch nichts Standardmäßiges. Also diesmal ist schon ein bisschen was Besonderes. Also vielleicht war es so, es gibt ja so richtig so alte Säcke, die so ihr Grundstück damals gekauft haben, diesen Grundstück. Und die waren so runter vom Rasen, aber die haben gesagt, wir müssen hier aber ein Stadion hinbauen. Und dann hat er gesagt, wir bieten hier auch 3 Millionen. Nein, das war runter vom Rasen. Und dann haben sie aber gesagt, okay, wir benennen das Stadion nach ihrem Namen, wenn wir das hier bauen dürfen. Dann hat er gesagt, ja, gut, mache ich. Und dann ist es verkauft. Und dann dürften sie das Stadion auf sein Grundstück bauen, aber sie mussten es nach ihm benennen. Ist es leider nicht. Aber ich hätte gerne, dass du einmal den Namen vorliest, so als hätte er versucht, seinen Rasen zu verteidigen. Nicolás Juan Nazar. Perfekt. Das ist der Name des Stadions. Aber er war ein alter Mann, aber es war nicht sein Rasen, auf dem das Ganze gebaut wurde. Ist das mit Fußball in sich zu tun? Oh ja. Also das heißt, er war der größte Fan von diesem... Er ist zu allen Trainings gegangen. Er war... der absolut größte Fan von diesem einem Fußballbums. Er war ein sehr großer Fan, ja. Ich glaube auch, es gibt wenig Fans, die mehr Fan waren als er. Ist er vielleicht gestorben? Ja, das wollte ich gerade sagen. Damals hieß das Stadion noch Juevo González Estadio Municipal. Und dann kam das Spiel der Spiele, sein Verein, FC Land. Ist da aufgetreten und Nicolás Juan Nazar dachte sich, oh mein Gott, was passiert denn da unten? Ein Schütze, nackt, rennt aufs Feld, bedroht seinen Lieblingsspieler. Er springt aus der Tribüne runter auf den Rasen und schmeißt sich in einem Hechtsprung vor den Mann, fängt die Kugel ab, stirbt, rettet seinen Lieblingsspieler und seinen Verein. Und das 2-0, was wahrscheinlich sonst nicht gewertet worden wäre.
Und deswegen waren die Leute so, wir müssen das umbenennen. In Annis Kopf würde ich gerne einmal leben. Ja. Das sind die wildesten Storys. Ja, aber gerade deswegen weiß ich nicht, was mit mir da passieren würde. Ich glaube, schwierig. Ja, es ist die richtige Antwort. Nicht ganz die richtige Begründung, aber er ist tatsächlich gestorben. Und zwar war Nicolas Chachuan Nazar, oder wie auch immer man den Namen ausspricht. Es tut mir sehr leid, Nicolas. In jungen Jahren selber Fußballspieler, Schiedsrichter in der Stadt La Calera und wurde dann auch erster Vizepräsident von der Fußballmannschaft von La Calera. Also er hat sehr viel mit Fußball zu tun gehabt, hat sich immer ordentlich reingehängt. Und am 17. April 1988 war es dann so, dass er wieder zu einem der Spiele von seiner Mannschaft zu Besuch war. Und zwar das, nachdem er vor wenigen Jahren einen Schlaganfall hatte, woraufhin ihm die Ärzte abrieten, zu seiner eigenen Gesundheit nicht mehr ins Stadion zu gehen. Weil er jemand war, der einfach sehr viel Temperament hatte. Und so war es dann halt auch in dem Game, dass in der 88. Minute ein Strafstoß für die gegnerische Mannschaft gepfiffen wurde und er sich so sehr aufregte, dass er nicht mehr nach Hause gehen konnte an dem Tag und tatsächlich als großer Fan sein Leben dort ließ und das Stadion nach ihm benannt wurde. Weil er Fußball so sehr geliebt hat, dass ihm sogar sein Leben nicht wichtig war. Krass. Ich weiß nicht, was heute ist. Heute sind sehr viele Fragen dabei, die einfach sehr traurig sind. Und düster sind, ja. Krass. Ja. Heftig, ey. Aber ich dachte schon, die Folge mit den Affen, die Hunde von Dächern schmeißen, ist düster. Da sind wenigstens noch ein paar andere positive Sachen passiert. Wir hatten heute sehr wenig, wobei wir hatten einmal Penisse, aber wir hatten wenig Würste und wenig Kinder. Das ist einmal mehr Würste und mehr Kinder, bitte. Ja. Ja. Nächste Frage, vielleicht hat sie damit was zu tun. Vielleicht findet ihr Begründungen, wie diese Themen zusammenpassen können. Denn die nächste Frage lautet, warum wurde vielen Gästen des Hotels Hae Gum Gang auf dem Weg dahin oft schlecht? Es war eine Spirale, durch die sie mussten. Welche? Naja, vielleicht war das so ein. Es gibt doch diese Themenhotels, ne? Mhm. Und vielleicht war das. Oh mein Gott, nein! Halt die Fresse, Mauki. Viel besser. Es ist ein Hotel, das auf diese Berg. Da gibt es so einen Berg und da gibt es so eine Glasbrücke und die Glasbrücke geht so zu Berg und da drauf ist ein Hotel. Und wenn du da drüber gehst, wird dir mega schwindelig. Ja. Weil das ist doch chinesisch, oder? Irgendwo in die Richtung, ja. Da gibt es dieses Hotel auf dem Berg und wenn du da hoch musst, dann wird dir übelst schlecht. Weil das Hotel auch aus Glas ist und der Berg auch und dann richtig tief runter guckst. Weil du hast doch gefragt, auf dem Weg. Ja, genau. Oder nicht? Ja, und auf dem Weg ist diese Glasbrücke. Laufen alle Leute zu Fuß zu diesem Hotel? Ja. Okay, ja, dann ist die Antwort leider trotzdem falsch, aber sie ist in der Theorie sehr, sehr gut begründet. Ich würde gerne an Markus' Idee anknüpfen mit dem Hinweis von Bart, dass man ja auch mit dem Auto hinfahren könnte. Also, damals, wenn wir in Marokko im Urlaub waren, sind wir immer auch mindestens einmal zu meiner Oma gefahren. Diese Fahrt zu meiner Oma war das Schrecklichste, was es gab, weil es war so ein 10-Stunden-Trip. Es waren gar nicht so viele Kilometer. Das Problem war, dass du durch so einen Schlangenpass in den Bergen musstest. Und das waren so viele Links-Rechts-Links-Rechts-Kurven, dass man, also wir haben wirklich vorher immer uns mal Kotztüten geholt und wir mussten so oft brechen, dass es sich nicht gelohnt hat, so oft anzuhalten, weil dieser Schlangenpass an den Bergen, also du hast halt links am Auto runtergeguckt und hast so ein Abgrund gesehen, hast du rechts geguckt, da war so ein Berg, wo so Brücke runtergefallen sind. Es war richtig schlimm, in Marokko da lang zu fahren. Und das war richtig schlimm. Und ich denke, das ist vielleicht ähnlich. So, da kann man zwar hin, aber da muss man durch, da führt keine Autobahn hin. Da muss man durch so einen Serpentinen-Kurven-Bums. Führt in der Tat keine Autobahn hin, ja. Verdammt. Ja, vielleicht ist dieses Hotel so weit oben, dass du nur mit einem Helikopter da hochfliegen kannst. Und weil halt mehrere Menschen Höhenängste haben, wurde ihnen halt einfach schlecht dabei. Mhm. Ist eine interessante Herangehensweise, aber das Hotel liegt gar nicht so hoch. Das ist ziemlich auf. Was ist, wenn auf dem Weg dahin so eine Kläranlage ist und da riecht es einfach überkrank nach Scheiße? Ich habe eine Idee noch. Und zwar ist es auf dem Wasser und die mussten mit dem Schiff dahin. Ich glaube, das ist das, was Mauki sagen wollte. Ne?
Ich glaube, das ist das, was Mauki sagen wollte. Ja, wir haben sie alle nicht verstanden. Ich weiß gar nicht, was sie sagen wollte. Nick, perfekt, das ist die richtige Antwort. Ist es? Ja, ist es. Krass, ja! Dass du da ganz alleine drauf gekommen bist. Ich wusste es. Ich hätte eher erwartet, dass Mauki das sagt, aber hey, ne? Kann er nicht, Mauki kann ja nicht immer MVP in der Runde sein. Beim Hotel Hike-Umgang, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, es tut mir sehr leid, handelt es sich um das weltweit erste schwimmende Hotel, das ursprünglich rund 70 Kilometer vom Meer entfernt seine Pforten öffnen sollte. Allerdings zeigte sich nach und nach der große Nachteil, nämlich, dass man mit hohem Seegang zeitweise das überhaupt nicht erreichen konnte, das Hotel, ne, auch nicht zurückkehren konnte zum Festland und die Leute natürlich easy seekrank geworden sind, wenn mal irgendwie ein größerer Wellengang oder ein Sturm existiert haben. Super dumme Idee, ich weiß nicht, wer darauf gekommen ist, aber schön, dass Nick auf die Antwort gekommen ist. Ja. Stark. Lag auf der Hand jetzt, ne? Es war, die letzte Frage war nochmal schön, glaube ich. Aber wir hatten heute sehr viele Fragen, die mit Tod zu tun hatten. Das war, tut mir sehr verderben. Leid. Fix ich beim nächsten Mal. Nächstes Mal wieder mehr Penis. Ist kein Problem, ich werde davon heute träumen, das ist alles gut. Bitte wenn nicht. Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, ich würde gerne eine Frage, die was mit My Little Pony zu tun hat. Mit My Little Pony? Ich würde gerne etwas mit Pokémon. Ich will auch irgendwas, warte. Oder generell einfach irgendwas zu Japan, bitte. Wie wär's mit Katze? Okay, generell Katzen. Irgendwas zu Katzen, ja. Okay. Aber Vögel oder? Vögel, ja, Vögel. Die normalen Federvögel. Oh, noch was mit Füßen. Okay, ich müsste jetzt los. Okay. Ciao, Nick. Ciao, Nick.